9.15 Uhr. Die Antenne MV, Lobeshymnen. Hits für die Helden der Arbeit. Und wen haben wir da jetzt am Telefon? Ja, hier ist der Steffen Klaus. Hallo, Herr Klaus. Von welcher Firma denn? Von der Herkostmedizin GmbH Schwerin. Oh, HCT. Gibt es ja zig Filialen in Schwerin. Ja, in Schwerin unter anderem, aber insgesamt haben wir 31 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern und eine Filiale auch in Hamburg. Oh, Wahnsinn. Ja. Also ich meine, Haare ist ja ein großes Thema, ne? Ja. Generell, bei vielen, außer bei Timo auf dem Kopf. Moment. Ich kann die Kopfmassage von HCT nur empfehlen, weil tatsächlich diverse Male schon gegenüber vom Kapitol in Schwerin. Ja. Der Traditionssalon schlechthin. Ne? Damit begann ja damals 1955 alles bei uns im Unternehmen. Ach, klasse. Schneidet der Chef noch selber auch? Der Chef hat das gar nicht gelernt. Der hat das nie gelernt. Nein, das kann er nicht. Das will bestimmt kein Kunde, dass ich die Haare schneide. Das ist ja auch eine verrückte Geschichte. Also, Sie leiten diverse Friseursalons und haben selber das Schneiden nie gelernt. Wie kam es denn dann dazu? Meine Mutter hat das Unternehmen mal geführt und dann kam es dazu. Und jetzt darf ich mit unseren ganzen Mitarbeitern gemeinsam das Unternehmen dahin führen, dass wir erfolgreich sind. Cool. Ja, dann sind Sie Ihren Mitarbeitern doppelt dankbar. Das kann man durchaus sagen, also ohne Frage, denn ohne unsere Mitarbeiter und ohne unsere Kunden sind wir natürlich gar nichts, aber diese 298 Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, die leisten eine Menge und da muss man wirklich Dankeschön sagen, ja. Das haben die jetzt alle gehört im Radio, hier bei Antenne MV. Wir sagen Dankeschön. Ich habe zu danken recht herzlich, dass ich die Gelegenheit hatte. Danke, Antenne MV. Und dann spielen wir für den Chef und die Mitarbeiter jetzt den Antenne MV Jahrhunderthit von Jimmy Somerville, You Make Me Feel. Herzlichen Dank.